Hallo zu On the Grid. Wir sind heute auf der Inside Politics Shooting Range und heute geht es ums Thema 3D-Drucken. Peter, was hast du da in der Hand? Ich sage zum Beispiel ein guter Einstieg, um ein merkwürdiges Fake-Sommerthema zu thematisieren. Ich möchte es gleich einmal so titulieren, damit kein Missverständnis aufkommt. Scheinbar gibt es in der heimischen Medienszene eine kleine Schwierigkeit mit scheinbar Hilfskräften, die Zeilen voll zu bekommen. Und deswegen pusht man eigentlich jetzt das Thema. Dieses ganze Thema kommt ja nicht nur aus den USA. In den USA hat man das eigentlich versucht, das ganze Thema von Selbstbauwaffen in Richtung 3D-Druck und so weiter zu entwickeln, mit teilweise merkwürdigen und desaströsen Ergebnissen. Und dann gelang es einem, hier einigermaßen einen überdimensionierten Schießapparat zu konstruieren, glaube ich, Liberator, heißt er, ne? Und der ungünstig konstruiert ist, dass bereits übliche Fertigungstoleranzen handelsüblicher Amateurdrucker ausreichen, dass eigentlich der Schlagbolzen die Mitte des Zündhütchens nicht mehr trifft, ne? Das heißt, lauter Anlass eigentlich, ich sage es wirklich ein bisschen, die Lächerlichkeit dieses Medienhypes auf den Korn zu nehmen. Und deswegen haben wir uns ja heute etwas vorgenommen. Genau, und deswegen zur kurzen Erklärung, was ist das? Das ist eine Pistole aus dem Computerspiel Halo. Das ist keine echte, will ich dazu sagen, sondern wirklich nur ein solide gedrucktes Teil. Und es ist so, ich zeige das in der Einblendung, es gibt ein paar Teile, die mittlerweile auch schon abgebrochen sind und nicht mehr Teil sind oder wieder angeklebt wurden. Und es geht eigentlich darum, der normale handelsübliche Privatdrucker ist eigentlich nicht wirklich in der Lage, eine funktionierende Waffe, die über ein, sagen wir es mal so, Schaumodell, um die Funktion zu zeigen, hinauszugehen, produzieren kann. Folgendes, es gab heute und gestern auch aus dem Innenministerium und von vernünftigen Leuten ein sehr klares Commitment. Wer es wirklich will, kauft sich eine illegale Waffe, die funktioniert. Und wer spielen will und wem es langweilig ist, der probiert sich daran. Ich möchte nur etwas sagen, die Tests, die damit gemacht worden sind von Beschussämtern oder ähnliches, ne, zeigen eine enorme Gefährlichkeit. Nach 3 bis 5 Schüssen haben sich die meisten dieser Waffen aufgelöst. Teilweise nach einem. Es gibt vom Chip-Magazin, darauf hat auch das Innenministerium hingewiesen, einen Beitrag. Wir wissen nicht genau, welches Material verwendet worden ist. Ich schätze mal ABS. Das ist ein Druckmaterial. Da wird die Waffe eingespannt, fern ausgelöst und explodiert. Und wer sowas glaubt, ausprobieren zu wollen, kann danach gerne mal die Rettung rufen. Aber ich glaube, woanders wird das so schnell dann nicht mehr hingehen. Das heißt, ich hätte es mir eigentlich von der heimischen Medienszene, und zwar querbeet, ausnehmend mehr gewünscht, dass hier auf den Unsinn und auch auf die Gefahr für alle Beteiligten hingewiesen wird, als dass man im Gegensatz hier quasi hyperventilierend durch die Gegend hüpft und den nächsten Weltuntergang philosophiert. Sehe ich auch so. Jetzt mal du, als jemand, der sich mit dem Thema sehr stark beschäftigt, weil du bist ja auch im verfahrenstechnischen Bereich tätig, die normalen Heißklebedrucker, wie man in der Insider-Szene sagt, also das ist ja ein solches Modell davon, die können ja eigentlich genau solche druckwiderstandsfähigen Produkte eigentlich nicht herstellen. Was für einen Drucker würde ich dann quasi brauchen, industrieller Natur oder High-Performance-mäßig, damit ich überhaupt so ein Gerät herstellen kann? Naja, wie soll man sagen, diese Drucker, die man kennt, die man bei Konrad kaufen kann oder bei anderen, nicht, oder im Internet, die sind eigentlich dafür da, um fein versucht Mockups zu machen. Nicht? Also einfach, damit man etwas sich anschauen kann und nur sehr, sehr begrenzt eigentlich als Funktionsteile. Also für die Leute, die es nicht kennen, Mockup heißt eigentlich Schaumodell. Ja, ist richtig. Man kann natürlich durch geeignete verschiedenste andere Schritte das Ding ein bisschen fester machen. Aber wer es wirklich anlegt, geht einfach zu einem Dienstleister, in welcher Form auch immer, der ihm das runterfräst. Und da wird es welche geben, die bei genug Geld das machen. Oder zu jemandem, der einen Metalldrucker hat und der das mit Metall runterdrückt. Nicht? Aber da bewegen wir uns, und das war heute eine sehr interessante Aussage vom Innenministerium, da bewegen wir uns dann auch bereits bei Kosten, ne? Wo man nüchternerweise sagen muss,
Du gehst an die geeignete Ecke der nächsten mittleren oder größeren Stadt und du bekommst sicherlich, oder wer das wirklich will, legt es eher darauf an, eine illegale Waffe zu besorgen. Wir haben natürlich auch das Innenministerium eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Die findet ihr auf unserem Blog auf inside-politics.at. Im Kommentar findet ihr auch den direkten Link dazu. Dort könnt ihr dann nachlesen, was das Innenministerium zu der Sache nochmal konkret gesagt hat. Und in Zusammenfassung, ich glaube, namens der Redaktion darf ich wirklich nur allen Interessierten davon abraten. Das geht tatsächlich und wortwörtlich ziemlich sicher ins Auge. Und alle sonstigen Hoffnungen sind, ich sag's einmal sagen, fehlgeleitet, fehlgedeutet. Genau. Abschließend noch ein Thema. Soll die Registrierungspflicht jetzt für 3D-Drucker kommen, wenn man damit Waffen herstellen könnte? Die Antwort dazu ist, nein, das ist derzeit nicht geplant, aber, und jetzt kommt das Aber, es gibt nach dem Waffengesetz sehr wohl auch die Möglichkeit, hier Regeln einzuziehen, weil gewisse Drucker eventuell eben, wie du gesagt hast, die Metalldrucker zum Beispiel, für waffentechnische Systeme genutzt werden könnten. Aber dann, ich sage es mal, ich darf nochmal sagen, auch dieser Gedanke wurde ja vom Innenministerium bereits in Richtung obskur zurückgewiesen. Ja, Sie haben selber gesagt. Weil wenn man grundsätzlich einmal sagt, was wirklich gefährlich ist, dann gehört endlich eine Registrierung für Küchenmesser her. Nachweislich sind die ziemlich oft bei Messerstechereien, bei auch Tötungsdelikten, auch im privaten, persönlichen Umfeld in Verwendung. Das heißt, wenn man es wirklich machen will, dann kann man nur sagen, verbietet es die Küchenmesser. Das hätte eine tatsächliche Auswirkung. Und alles andere, ich möchte es nochmal sagen, ist ein gefährlicher Unsinn. Sehe ich auch so. Das Statement vom Innenministerium bezieht sich nur abschließend auf den Paragraph 18 Waffengesetz. Und da steht eben, dass der Besitz und Erwerb von Kriegsmaterial einer Bewilligung bedarf. Dabei ist nur an den Ausdruck von Kriegsmaterialwaffen, nicht nur an den Ausdruck von Kriegsmaterialwaffen zu denken, sondern könnten bestimmte 3D-Drucker unter Umständen auch unter die Kriegsmaterialverordnung und somit unter den Begriff Kriegsmaterial fallen. Aber ich sage, auch das wiederum eine problematisch partielle Betrachtung. Da müsste jede Fräsmaschine in Österreich registriert werden. Jede Säge. Jedes Metall, jeder Metallbearbeitungsapparat. Denn vernünftigerweise ist es einfacher, derartige benötigten Teile zu fräsen, als sie mühsam zu drucken. Gut, in dem Sinne, fly safe, schießt maximal mit Nerfguns, die haben Schaumpatronen. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Peter? Ebenfalls. Und weg von Experimenten, die wirklich ins Auge gehen könnten. Sehr. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.